München, eine der lebenswertesten Städte der Welt mit vorbildlicher Arbeit zur Sicherung des sozialen Friedens. 12 leistungsfähige Sozialbürgerhäuser und die zentrale Wohnungslosenhilfe bieten zahlreiche soziale Dienstleistungen an. Wohnortnah, sozialraumorientiert und alles unter einem Dach. Für die Bürgerinnen und Bürger bedeutet das kurze Wege und maßgeschneiderte Hilfsangebote. Ermöglicht durch einen ganzheitlichen Ansatz und interdisziplinäre Zusammenarbeit. Erste Anlaufstelle für Hilfesuchende ist die Infothek. Die Infothek prüft, ob die Hilfesuchenden bereits bekannt sind und einen Ansprechpartner haben. Sie klärt, welche Fachlichkeit innerhalb des Sozialbürgerhauses zuständig ist und ob es sich um einen potenziellen Fall für die Bezirkssozialarbeit handelt. Die Orientierungsberatung ist eine wichtige Schnittstelle. Sie stellt fest, ob die BSA der richtige Ansprechpartner für die dargestellte Problemlage ist. Sie entscheidet auch, ob sofortiges Aktivwerden notwendig ist. Das rasche Erfassen und Bewerten der Situation ist unerlässlich für das weitere Handeln. Der Unterstützungsdienst leistet Co-Arbeit und berät bei Krisenfällen. Im Bedarfsfall begleitet er die Fachkräfte bei Hausbesuchen und bleibt aktiv, solange eine Gefährdung besteht. Diese wird gemeinsam bewertet, mit Hilfe des Münchner Qualitätssicherungsverfahrens. Bei gewichtigen Anhaltspunkten werden Sofortmaßnahmen zur Abwendung der Gefährdung eingeleitet und ein Schutzkonzept entwickelt. Die Besonderheit der Münchner BSA ist das ganzheitliche Unterstützungs- und Beratungsangebot für alle Altersstufen und alle Lebenslagen. Dazu gehören Kinderschutz, Erziehungshilfe und Familienberatung. Aber auch Hilfe bei wirtschaftlichen Schwierigkeiten, im Pflegefall oder bei Wohnungsproblemen. Von akuten Situationen abgesehen, werden alle Fälle einmal wöchentlich im regional zuständigen Team verteilt. Die Teilregionsleitung stellt die Fälle vor. Die Mitarbeiter klären Kapazitäten und persönliche Schwerpunkte. Sind alle Fälle verteilt, werden die Bürgerinnen und Bürger von den Fachkräften kontaktiert. Die Fallübernahme ist zeitnah und transparent. Denn Bürgernähe und Dienstleistungsorientierung sind Kernelemente des Sozialbürgerhauskonzepts.